kämpferisch. Bürgerinitiative Unser Großzieten lässt nicht locker. Die Bürgerinitiative Unser Großzieten kämpft weiter für die Wiederinbetriebnahme der Buslinie 735. Seit Mitte Dezember 2006 sind die Großzietener Bürger, zum Teil jedenfalls, vom öffentlichen Personennahverkehrsnetz abgeschnitten. Mit dem Fahrplanwechsel wurde die Buslinie 735 ersatzlos eingestellt. Diese hatte den S-Bahnhof Schichauweg mit dem U-Bahnhof Rudow verbunden und führte dabei über Großzieten. Hintergrund dieser Einstellung: Die Auslastung der Buslinie 735 sei zu gering gewesen. Rund 500.000 Euro müssen laut der Betreibergesellschaft RVS eingespart werden, nachdem der Bund Infrastrukturmittel in Höhe von insgesamt 142 Millionen Euro gestrichen hat. Eine Bürgerinitiative will sich damit nicht abfinden und kämpft seitdem dafür, dass der Busbetrieb der Linie wieder aufgenommen wird. Etwa 1000 Unterschriften sind zusammengekommen für die Wiederinbetriebnahme der Buslinie 735 von Lichtenrade über Großzieten nach Rudow. Gesammelt hat sie die Bürgerinitiative Unser Großzieten. Ihr gehören 23 Einwohner des Ortes an. Die Bürgerinitiative hat sich im Dezember des vergangenen Jahres gegründet, nachdem die Buslinie 735 von der kreiseigenen Verkehrsgesellschaft RVS ersatzlos eingestellt wurde. Nun wird nur noch eine Linie in Großzieten, die 736er, befahren. Ich muss morgens immer zur Arbeit. So gegen 6.28 Uhr fährt mein Bus in Kleinzieten, müsste dann hier immer mindestens 20 Minuten warten, bis der nächste Bus kommt und dann Lichtenrade bin ich einfach zu spät zur Arbeit. Ganz einfach, wir werden nicht jünger. Wir sind hierher gezogen erst zum 1. Januar und haben eigentlich uns eingebildet, dass wir hier zwei Busse haben. Und zwar dann, wenn wir nicht mehr Auto fahren, dass wir dann auf jeden Fall zwei Buslinien haben, um auch an die U- und an die S-Bahn zu kommen. Wir sind aufs Fahrrad umgestiegen und müssen also viele Strecken oder die meisten Strecken nach Berlin mit dem Fahrrad fahren und versuchen also durchs Fahrradfahren nach Berlin zu kommen. Na, also ich komme ja jetzt nächstes Schuljahr in die 7. Klasse, gehe wahrscheinlich auf das Blankenfelder Gymnasium und da wäre der 735er eigentlich schon notwendig. Großzieten ist eine der am schnellsten wachsenden Gemeinden Brandenburgs. Der dörfliche Charakter und die gleichzeitige Nähe zur Bundeshauptstadt machen den Ort für viele Familien attraktiv. 6.500 Menschen leben hier. Etwa 50 von ihnen sind der kurzfristigen Einladung der Bürgerinitiative zu einem Informationsabend gefolgt. Auch verantwortliche Politiker und Vertreter der RVS wurden eingeladen, haben aber abgesagt. Und ich denke, dass so ein aufstrebender Ort wie Großzieten es verdient hat, nicht nur eine Buslinie zu haben, die einmal die Stunde fährt, sondern mehrere Buslinien. Jeder spricht vom öffentlichen Personennahverkehr. Man sollte das Auto zu Hause lassen. Man sollte eben mit Bus und Bahn fahren. Von daher denke ich, das sollten wir hier in diesem kleinen Ort realisieren, der zukünftig immer weiter wachsen wird. Wir rechnen mit einer stetig wachsenden Zahl von Einwohnern. Der Flughafen kommt hierher, das heißt, dieser Ort als solches wird so attraktiv werden, wenn die Buslinie weiterfährt. Zwischen der RVS sowie dem Landkreis Dahme-Spreewald als 100% Gesellschafter und der Bürgerinitiative Unser Großzieten hat es bereits Gespräche gegeben. Als Grund für die Einstellung der Buslinie 735 wurde deren fehlende Wirtschaftlichkeit angegeben. Aufgrund des Taktes, also einmal die Stunde, denken wir, dass es unattraktiv geworden ist für die Berufstätigen, die diese Buslinie bisher genutzt haben, damit zu fahren. Sicherlich kann man sich darauf einstellen, was heute Abend auch ein paar Mal gesagt wurde. Okay, dann weiß man, dann fährt der Bus. Aber die meisten haben doch ganz bestimmte feste Termine, nämlich Arbeitsanfangszeiten und Arbeitsendzeiten in Berlin, wo man dem Chef nicht sagen kann, okay, also mein Bus fährt nicht so, ich komme heute mal eine Stunde später. Das geht ganz einfach nicht. Die Bürgerinitiative hat sich mit ihrem Problem nicht nur an die Verantwortlichen, sondern auch an verschiedene Medien gewandt und fand dort Gehör. Zwischenzeitlich wurde eine vorübergehende Wiederinbetriebnahme der Buslinie 735 seitens der RVS in Aussicht gestellt. Vorausgesetzt, kurzfristig würden 30 Jahrestickets, mittelfristig 50 verkauft werden, zum Preis von rund 800 Euro pro Stück. Für eine Linie, die nicht befahren wird, wobei da auch fairerweise anzumerken ist, es geht da ja nicht nur um ein Jahresticket für eben die nicht vorhandene Buslinie, sondern es geht grundsätzlich
für den gesamten Bereich der VBB, des Verkehrsverbunds Berlin-Brandenburg. Nur wenn man sagt, du kaufst ein Ticket für eine Buslinie, die nicht mehr fährt, ist es schwierig, diese Tickets zu verkaufen. Deshalb ist es für uns einfach nicht möglich gewesen, diese 30 zu besorgen. Und hinzu kommt, wir sind nicht Angestellte der RVS. In Arbeitsgruppen will man sich nun Gedanken darüber machen, wie es mit dem Protest gegen die Einstellung der Buslinie 735 weitergehen soll, welche weiteren Wege beschritten werden können. Am 16. Februar um 19 Uhr lädt die Bürgerinitiative wieder Interessierte zu einer Veranstaltung in das Großzietner Hotel Vierhofen ein. Der Bus 735 muss wieder fahren. Mit weniger will man sich nicht abfinden. Wir sind nur eine Bürgerinitiative, aber wir sagen schon ganz deutlich, wir können keine Kompromisse eingehen, wir wollen keine Kompromisse eingehen und damit werden wir auch mit Sicherheit die meisten Stimmen der Großzietner vertreten. Denn es muss für jeden interessant sein, in diesem Ort zu leben. Viele haben viel, viel Geld ausgegeben, um sich hier ein Haus zu bauen, hier ein Haus zu kaufen, um hier den Lebensmittelpunkt zu finden. Und wenn der plötzlich abgeschnitten ist von allen öffentlichen Verkehrsbetrieben, dann sehe ich mit Sicherheit einen großen Wegzug von hier.